see the ghost up on the hill. Watch as the ocean turns to steel. Watch as the fire burns to ash. Hertha ist mein Club, weil sie mir die Chance gegeben haben, aus der kleinen Schweiz hier in der Bundesliga Fuß zu fassen. Und die Hertha-Fans sind die Besten, weil sie immer zu uns stehen. Ob es gut läuft oder schlecht, sie sind immer hinter uns und unterstützen uns. Es war geplant, dass ich ihn beim FC Zürich nehme. Und bin ich weg vom FC Zürich. Ich habe gedacht, damals ist auch eine Möglichkeit, dass er nach Berlin kommt. Weil er war nur 18 und hatte schon Spielintelligenz. Er spielt richtig. Er spielt richtig. I don't need that voice again. Goodbye, Shane. Goodbye, Green. I don't need you next to me. Goodbye, hurt. Goodbye, pain. I don't need you. Ich habe immer mehr erwartet von ihm, ja? Weil ich habe mit ihm gespürt, ich habe gewusst, was er kann, und dass immer wieder rausgeht, ja. Kann sein, dass ich ab und zu auf den Sack gegangen bin, ja? Aber zum Schluss siehst du, er spielt immer noch Stammspieler, und ich glaube, wenn wir Spielminute sehen, er hat unter meiner Zeit, ich glaube, ganz oben dabei. Ich erinnere mich speziell, er ist nach 60 Minuten gekommen und alles lief für uns. Wir haben 4-1 oder 5-1 gewonnen, glaube ich. Und er ist gekommen und hat sofort nach 2-3 Minuten ein super Tor gemacht. Den Aachener, der kann da noch nachlegen. Lustenberger, was für eine tolle Abnahme! Super Kombination, kollektiv Kombination, und er macht das Tor am Ende. Das war ein schönes Tor. Goodbye, Green. I don't need you next to me. Goodbye, hurt. Goodbye. Er ist immer positiv, immer bereit zu Spaß zu machen, zu lachen, und das ist wichtig für eine Mannschaft. Und ja. Chapeau an ihm und viel Glück. Ich habe ja das Vergnügen gehabt, mit ihm ein paar Jahre länger zusammenspielen zu dürfen. Und mein erster Eindruck war eigentlich der, dass ich gedacht habe, du lebst in einer Weltstadt, aber frisurentechnisch bist du noch nicht angekommen. Bodenständig, ruhig, familiär, hat drei Kinder, eine wunderbare Familie, aber umso später in Berlin wird die Stunde, kann auch Lustenberger sehr wild werden. Erster Eindruck von Lusti. Nenn mir deinen Friseur. Wir hatten einige Highlight-Spiele, würde ich sagen, im fußballerischen Bereich. 1-0 Heimsieg, Dortmund oder Last-Minute-Sieg, dann gegen Freiburg. Aber die schönsten Zeiten waren natürlich mit Lustenberger, wenn wir gemeinsam essen waren, wie dabei. Ja, Ikone des Vereins, ne? Also das hat man in jedem Training auch gemerkt. Er hat Hertha BSC gelebt, in jedem Training auch immer jedes Spiel gewinnen wollen, und war immer auch einer, der vorweggegangen ist. Ja? Das rechne ich ihn hoch an, und vor allen Dingen glaube ich auch, dass die Fans ihm das hoch anrechnen über ein Jahrzehnt. Das muss man sich ja mal vorstellen. In einem Verein. Wo gibt's denn das noch? Der Moment, wo wir dann den Klassenerhalt geschafft haben in der ersten Saison, war sicher mit der schönste. Und sonst, ja, wir waren ja zusammen auf dem Zimmer, da gibt es wirklich auch ganz, ganz viele Geschichten. Hey Fabi, jetzt spielen wir ja öfters gegeneinander. Ich wünsche dir alles Gute, ich gratuliere dir ganz von Herzen, recht herzlich für die Zeit. Die 12 Jahre in Berlin, fantastisch. Es können sich wirklich alle nur den Hut davon ziehen. Super Typ, und ja, halt die Ohren steif.
habe ihn gut getroffen und dann relativ schnell gesehen, dass er sich ein bisschen wegdreht. Habe natürlich extra ein bisschen mit dem Außenspann geschossen, dass er auch wegdreht, dass er toll nicht rankommt. Habe ich alles so geplant gehabt.